Wir haben heute vor dem Petitionsausschuss im Wiener Rathaus unsere Petition Hochbeete in der Parkspur präsentiert. Viele Stellungnahmen zu unserer Petition haben uns erreicht und haben uns erklärt, ja, es gibt doch dieses Programm der Grätzl-Oase, die Parklets. Das Projekt Grätzl-Oase ist großartig und sehr unterstützenswert, bedeutet aber für den Einzelnen zu viel Aufwand. Man braucht eine Abgrenzung zur Fahrbahn, man braucht eine Abgrenzung zu Boden. Die Konstruktion muss geplant werden, gebaut werden, das muss über Monate hinweg mit hohem Einsatz betreut werden. Wir wünschen uns die Möglichkeit, möglichst niederschwellig einfache Hochbeete in die Parkspur zu stellen. Wir haben im Jahr 2022 die wahrscheinlich größte Dürre seit 500 Jahren in Europa erlebt. Wir stehen bei einer Erderwärmung von durchschnittlich 1,3 Grad. Wir gehen aktuell in Richtung 3 Grad. Gerade der Verkehrssektor ist in Wien das Problemkind. Die Emissionen fallen einfach nicht. Die Stadt Wien hat mit ihrem Klimafahrplan Zeichen gesetzt, dass wir in die richtige Richtung unterwegs sind. Es gibt das Ziel, den Modal Split, also die Anzahl der Wege, die mit Auto gefahren werden, von 27% auf 15% zu senken. Es ist klar, dass wir in 7 Jahren viel weniger Autoverkehr und auch viel weniger Autos in der Stadt haben werden. Das heißt, ganz viele Parkplätze werden frei werden. Sehr gespannt waren wir auf die Antworten aus dem Büro der Verkehrsstadträtin Uli Siemer. Das Büro hat geschrieben, dass es derzeit relativ problemlos sei, Parklets und Hochbeete im öffentlichen Raum zu genehmigen. Wir befinden uns seit einem Jahr in einem Rechtsstreit zwischen MA46 und Verwaltungsgerichtshof. Wir können definitiv bestätigen, dass es nicht relativ problemlos ist, ein Hochbeet in die Parkspur zu stellen. Wenn nur jedes 10. Auto durch ein Hochbeet ersetzt würde, wären das 70.000 Hochbeete in Wien. Es ist eine schöne Vorstellung, wenn man sich einmal darauf einlässt. Wir hören immer, dass Klimaschutz sehr teuer ist und deswegen nicht so viel passieren kann, obwohl sich alle Klimaschutz und Begrünung wünschen. Andererseits gibt es eine riesige Menge an Menschen, die sich gerne aktiv im öffentlichen Raum einbringen wollen. Es wäre so naheliegend, frei werdenden Platz möglichst unbürokratisch neu zu verteilen. Und wir appellieren an die Politik, bitte nutzt diese Chance, öffnet die Parkspuren für klimafreundliche, gärtnerische Aktivität. Wir hoffen, es kommt was raus bei diesem Petitionsausschuss.